Und dann geht er wieder im 9. Kapitel, wo Israel das Verstehen hat, oder Anzug sei hat, wo Israel und Gottes freie Gnadenwahl ist. Und ich will lesen Kapitel 9, die ersten 4 Verse am Anfang, und so Stück für Stück wiedergehen. Römer Kapitel 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christus für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleisch, die Israeliten sind, welchen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind, und aus deinem, denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der über alles ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Paulus steht vor Jesaja, wo acht Gott seine Leib ist, wann wir diesem Geist haben, dort nichts ans Tränen vermag von diesem Leib Gottes. Nun kommt er wieder und sagt, ich sage die ganze Wahrheit in Christus. Ich do nicht lehe. Sagt er, wir haben mich bloß gewünscht, Gott, ich muss lieber verloren gehen, wenn ganz Israel kann ja Rat sein. Möcht wir den Iver in diesem Paulus? Wie wollte dort wie all ein Mann, was Fair Paulus im Alten Testament lebe dort, der hat gekriegt dort. Gott sagt zu Mose, ich will in dir nie das Falsch empfangen. Und Mose sagt, nee, du lieber mich auslassen hat. Und es steht dort, du schon, wo ich angehe, du hast das versprochen, Rüte führen und lass dir alle ankommen. Ich will ausgetilgt sein. Und dann sagt Gott, nee, ich will gnädig sein, wem ich will gnädig sein. Und ich will mich erbarmen, wem ich mich erbarmen will. Und kriegt jetzt Paulus, der hat Sündheit in Iva. Han etchen du dort auch. Es ist uns dort die Schenk Gottes, wenn wir diesen Jest haben. Es ist uns dort so dich bei, um heute zu kommen, dort ich sage, ich will alles angeben, solange ich lebe. Meine Generation, meine Nation, meine Nied, wo immer ich bin, sie, die soll diesen Christus kennenlernen. Ich kann nicht anders leben. Er sagt, betekent hier bitte Video. Er sagt, die Traurigkeit in der Weide, die hat mich so gepackt. Warum? Dann sagt er hier, uns als die Sohnschaft wird uns gehört. Gott hat uns unterwählt. Wie soll dort Volk sein? Paulus kann hier so klar verstehen. Wie soll dort sein? Dann sagt er, uns hier diese Herrlichkeit. Uns hier diese Bund. Uns hier die Gottesdienst. Gott kommt bei uns und wohnt bei uns. Uns hier all diese Verheißungen Gottes. Und sagt er, diesen Gott soll gelobt sein, für immer und ewig. Aber Israel hat das nicht angenommen. Der Zelle sagt Gott von dir zu dir. Du bist der Janja, wenn du von dir die Möglichkeit hast, diese Sohnschaft zu haben mit Jesus Christus. Ich sehe das in der Feierklausel. Du hast den Reich, Brüder zu sein und Jesus. Weil wenn Gott sagt, du bist eine Sohnschaft, dann nennt er die, den Sehen in seine Sester. Wir fehlen es nicht, im Bruder zu sein und Jesus Christus. Wir fallen uns das Jäftet nicht. Und dann sagt er, da wollen wir oben. Wir wollen all dort die Schanke kriegen. Sagt er, wann er Jesus all dort die Schanke hat, wie viel mehr wird er auch nach uns? Wann er in Jesus soll alles gejäft haben und wie wir auch bei einem Sinnchen sind. Und ich wünsche uns, diese Sehnsucht, das Bange auch abstehen hat. Wo sind meine Schwestern und Brüder? Meine fleischliche Menschen, wenn ich in meine Familie mit ihr abgewachsen bin, wo sind die? Leben die irgendwo unter dem Satz von der Sünde? Oder haben die all diese Stämme Gottes gehört? Und fallen mit mir diesen Weg? Weil wir uns Leute anstecken von diesem Leib Gottes, was uns drüben wird, nach unserem Nächsten das Evangelium zu bringen. Paulus sagt, oh, wann ich bloß kann für den. Ich will sich Hand geben für ihn. Und Gott sagt, so arbeitet nicht. Das ist eine ganz freie Entscheidung. Und da wollen wir in den Krieg wieder in den Gunnen von Vers 6 und wieder. Ich will lesen von Vers 6, da ist 29. Nicht aber sage ich solches, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern in Isaac wird die Nachkommenschaft genannt werden.
Das ist nicht die Kinder des Fleisches, die sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber dies, sondern auch als Rebekka von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger war. Denn ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz Gottes bestehen bleibe nach der Auswahl, nicht aus Werke, sondern aus dem Berufenden, werde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist bei Gott etwa Ungerechtigkeit? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt das nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gott, der sich erbarmt. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du zu mir sagen, was beschuldigt er noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus denselben Klumpen das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die da zugerichtet sind zum Verderben, und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er so vorbereitet hat zur Herrlichkeit, welche er auch berufen hat, nicht allein uns aus dem Juden, sondern auch aus dem Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will, dass mein Volk heißen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht die Geliebte waren, Ravar. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden die Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn er wird das Werk vollenden und das Abkürzen in Gerechtigkeit. Denn der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. Und wie Jesaja zuvor gesagt hat, wenn uns nicht der Herr Sebaoth Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir geworden wie Sodom und gleich geworden wie Gomorra. So Paulus, wie hier im Anfang meint, haben wir sehr, sehr wichtig, seine Nachkommenschaft. Hei wir ein Israelit. Und hei wir ein Volk von diesen Juden. Und er sagt, uns hat Gott das versprochen. Uns wird dieser Rat in Teuer sagt. Und was passiert? Paulus ward gesteinigt. Paulus ward rütgeschlappt in der Stadt. Paulus ward verjagt. Und dasselbe Bild sah wir auch in Jesus. Paulus arbeitet mit seinen eigenen Menschen in der geratsten Feindschaft. Kann er auf einmal sagen, dass er von der Umwelt ans Mennoniten ist? Wenn wir bei jemandem auf dem Hof gehen und wir wollen ihm erklären, was Jesus für uns zu tun hat, was kommt uns vielmal entgehen? Ist er nicht auch halt? Wenn nächstes steht, vielleicht sogar nach einem Arzt? Warum? Weil wir anerkennen diesen Gott nicht. Wir wollen nicht, dass das Gott über uns ist, sondern in unserem Fleisch steigt, dort verlangen werden, was ganz am Anfang wir. Ich will sein, es ist Gott. Der Diebel sagt, wenn ihr das Wort tun, dann will ich sein, es ist Gott. Und der Mensch sagt, jo, dort kriegt wer like. Sinn und Unterscheid. Gott sagt, ich will rauf und ich will Mensch werden für ihn. Ich will ihn helfen. Ich will ihn zu Rüd helfen dort, damit die nicht Brücke verloren gehen. Und möchte wir hier waren, Israel sagt, no. Wie wollen Gott sein? In mir kann sich all ihre Ene Jatta, dem lebendigen Gott, wenn er unerernt wohnt, nehmen sie nicht an, sie werden reut am Dau zu merken. Wo denkst du von dir über diesen Gott? Bist du diesem Gott gehorsam? Hast du ein Verlangen, diesen Gott dich bieten zu sein? Und Vers 6, er sagt,
das sei nicht, damit Gott sein Wort nun hinfällig geworden ist. Also der Gott hat nun Fehler gemacht, nun wird es wieder nur Schmeine mit Israel. Nein. Gott sein Ziel, der kriegt so wieder, auch wenn Menschen am Wort auflehnen. Israel verstand das im Port so, dass nur auf einmal der erste Gott sein Ziel im Ziel gekommen, wenn wieder auserwählt wäre. Dann hat irgendwo ein Fehler geworden sein. Und so ist das nicht. Wenn du diesem Glauben an Jesus Christus nicht annehmen wirst, Gott sein Ziel wird trotzdem an ihn kommen. Und das machst du auch weiter. Du selbst wirst dir die ewige Verdammnis wählen, wenn du diesen Jesus nicht annehmen wirst. Gott sein Ziel wird am Ende kommen, was er gesagt hat. Dann sagt der Fuß wieder, aber nicht alle, die Abraham seine Nachkommen sind, sind du wenn seine Kinder. Und hier will er uns Bilder wiesen. Wird dort es? Wir können uns nicht mehr verloten, meine Paar ist ein Prediger, meine Paar wie gläubig, meine Großpaar wie gläubig. Da habe ich auch das Recht, gläubig zu sein. Das darf uns rein kein Recht, dann zu sagen, ich sei gläubig. Obwohl hier eine direkte Versprechung bei uns ist, Gott sagt, wenn du die Wurst betierst, wenn du die Buße dünnst, dann will ich auch das ganze Haus, was diese Heilung wieder vor. Gott hat eine Verheißung zu bannen. Aber wie können uns nicht sagen, ich brauche diesen Jesus dann nicht bejenen, wenn mir ein Paar haben will? Dort ist das nicht gemeint. Und wie meint der Kreis das Bild, was er hier sagt von Abraham? Abraham doch fleischlich zuerst, hat jene seine Tjekche und kommt Ismael. Gott hat Ismael nicht nur wen verschmieden, weil dort nicht sein Geschöpf wird. Gott will hier klar wiesen, Ismael ist nicht auserwählt. Ich sehe Abraham Isaac und Sarah mit dem Hahn, nicht Hagar. Und du schaffst die Geschichte Gottes zu klar bei seine. Ich brauche diesen Jesus. Ich muss mich persönlich am erwählen. Ich muss geräumt werden von diesem Gott. Ich muss auf Gott seine Stimme hören. Wenn ich mein Fleisch nur gehe, wird immer was anderes kommen. Ich will niemals diesen Wort in Jesus begegnen, über mein Fleisch. Dann wird hier wieder ein paar Bilder brücken. Er sagt, du, wen kannst du dich nicht beschmieden, dass du dein Christ bist, wenn deine Ältere sind? Dann sagt er auch, verstehe nicht allein aber dies, sondern auch als Rebekka von dem einen, unserem Vater Isaac, schwanger war, denn ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass das Gesetz, auf das der Vorsatz Gottes bestehen bleiben nach der Auswahl, nicht aus Werke, sondern aus dem Berufenen. Hier kommt ein ganz klar rüt. Nochmal der Gott hat Wiese. Jakob und Esau. Da wären ein paar überreine Jungs. Die wären noch nicht geboren, dann sieht Gott all wieder was an. Einer wird dem anderen deine und Gott hat korrekt gesagt, will. Der Älteste wird dem Jüngsten deine. Und du, der Gott war Wiese. Der hat nicht an uns zu tun, dass ich mich hier irgendwo verdienen kann. Uns verdient schlägt ganz total mit ut. Und wir wollen nicht mehr kurz auf das Dänchen abkommen. Was hat er dann noch irgendwas zu sagen? Was hat wir dann noch zu sagen in Gottes Ehe? Woran sollen wir uns dann noch am Ehe bemühen? Weil ich muss hier deutlich nennen, kommen in den Bildern mehr wieder verstehen. Gott braucht hier so eine Bilder, um uns zu wissen, wer er für uns ist. Vers 13 sagt er, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Nicht kommt das rüt, was will ich nur sagen? Es bei Gott eine Eierrechtigkeit? Nein. Gott hat niemals Arreich. Er sagt dann in Vers 15 wieder, dann er sagt zu Mose, er wird gnädig sein, wem er will, und er wird sich erbarmen, wem er will. Nun sagt er wieder, so liegt es nicht an irgendjemand seine Welle oder Rane, sondern an Gott, wer sich erbarmt. Er hat Pharao bestimmt zu dit. Er hilft Pharao hört, damit er seine Macht kann und das Wiese. Vers 18 sagte, so erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun habe ich immer wieder Menschen begegnet im Leben, die sagen, okay, ich lege alles an. Wenn das so ist, dass Gott hat bloß Lieblingskinder, dann will ich doch nicht mal sein. Gott selbst sagt nun, ich will genetisch sein, wie ich will. Den will ich, den will ich, den will ich. Das ist mein Geschmack, der andere will ich nicht. Das ist nicht, was Gott hier sagen will.
Desselja Gott sagt auch zu uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann trafen sich zwei Wege ab, einmal taub, nicht? Weißt du, was Gott an sie sagen will? Du und dein Fleisch kostet deine Radung nicht so ein bisschen drauf. Nicht. Gott allein ist der Jan, der wenn er der Radung bringt. Er kam vom Himmel rauf. Wir gingen nicht hier schnappen, früher Jesus, was du kommen. Du war wie Luther hinkommen. Er kam. Und er brachte uns der Radung. Und dort, weil er kriegt er Bilder aus dem Alten Testament ans Wiese von dir, der Ecken du, wir kennen nicht. Und mal null und nicht aus Dankeschön, Herr Jesus. Du hast mich frei gemacht, dein Wort sagt das. Dort ist unser Radi. In diesem Glaube und am Leben, sagt er, schenkt er uns dem Helden Jesus, damit wir auch Kraft kriegen, für ihn zu zeugen, für ihn zu sein. Und wir haben das immer wahrer all in der Klasse gehört, der Römerbrief ans Hahn, wie sie dort, dass ihr Satz rat nicht, mein Fleisch auch nicht. Ich kann nicht. Und dort braucht Gott noch einmal diese Bilder, um uns zu wissen, euer Dottel, alles passiert. Dann wollt ihr auch krank, wo das sein wird. Und du hast erst noch nicht gesagt, Gott lese ich ut. Sondern das liegt in Gott seine Hänge. Und an uns erst die Frage, was du das annehmen. Wie der bloß annehmen, nicht mehr. Verschneentchen, sagt er, nun willst du zu mir sagen, was beschuldigt er noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Warum der Gott uns danach beschuldigt, wie so arg lebe? Warum der Gott diesen Pharao noch beschuldigt, dass er immer war, die Kinder Israel nicht trocken leut? Passt dir nicht mal. Wo bleibt dann das Gott der Liebe? Hier steht er sich gewinkt hab. Aber wer hat diesen Pharao gesagt, dass er nicht der Kontrakt lautet zum ersten Mal? Pharao deut in dem, dass er immer war, verjewe deut, dass er bewiesen, er deut sich gegen Gott stahlen mit seinem eigenen Fleisch. Er will noch ein Wort, und er will noch ein Wort, und er will noch ein Wort. Er will noch was zu teilen. Ich will noch, und ich will noch, und ich will noch. Und das ist ein klarer Bild in Pharao. Wie kennen ich? Pharao kommt, wie gesagt, er hat Tieren gelegen hätte. Und er will immer noch. Moses sieht Gott auf der Hand und sagt, Rüt, und da soll wir unseren Gott abfrühen. Dann sieht Pharao noch. Müsste Gott dir nur schließlich sagen, wann die Abrufe hier werden? Moses sagt, nee, dort. Dann sagt Pharao, okay, die ist Mana, Channel Gun, aber alle anderen bleiben hier. Moses sagt, nee, Gott hat die Sache, alle, in dort. Dann sagt Pharao, no, okay, gut dann mit den Frühen, aber alle anderen hier. Moses sagt, nee, dort, mit allen, sagt Gott. Und möchten wir hier immer zu entschuldigen, und immer zu entschuldigen. Wer ist eine Schuld? In dem letzten Satz, wo Moses sagt, den fragt mir einmal Eva. Nicht eine Kleve wird hier in Ägypten bleiben. Der Herr hat gesagt, rührt mit alles, und wir wollen mit alles rückkommen. So soll unsere Anstrahlung sein. Mein ganzes Wesen, was ich habe, Gott hat schenke dir. Nicht eine Hohe ist mein. Das ist rein alles dient Herr. Und dann möchten wir auf einmal, was hier für Bilder sind, dass ich kann nicht zu meiner Radien heute drehen. Gott hat uns das aus einem Warning durchgestellt, aus einem Bild, dass wir das Bild nicht sein können. Und wenn sagt er, deine Hohe auf dem Kopf sind alle geteilt. Die leben bloß, wie es ich sehe, sonst wie der erste nicht. Und dann kommt er noch Titel, ja, der Mann, nennen in den 20. Vers. Sagt er, ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu seinen Bildner, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus denselben Klumpen, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wer sind euch und du, dass wir uns manchmal zu Gott drehen und sagen, Gott, woran? Woran, Gott? Wir haben kein Recht, unseren Gott in Frau zu stahlen. Kein Recht, absolut nicht. Hey, hab uns gemerkt, warum, wenn ich eine Blumentopf gemerkt habe, was würde die Blumentopf mir sagen, warum hast du mir mit 2 Uhr gemerkt im Dreh? Das sind die Schöpfe, das dreht nicht. Der ist still und der lädt sich dort. So sagt Gott, soll wieder an. Und da will er uns beweisen, dass wir von uns nicht fähig sind, diesen Gott dich bitte kommen.
wir können unser Radi nicht verdienen. Ich lasse mal ein feines Beispiel in einer Familie. Wie eine traurige Geschichte, aber mir gefällt ein Beispiel dabei. Wie ein Baby gestorben. In der Früh konnte er das nicht verstehen. Sie sagt, Emma war Gott, warum? Wenn du ein Gott der Liebe bist, warum? Sie konnte bloß nicht verstehen. Dann nimmt der Mann sie in der Früh nur ein Begrafnis und geht in einen Park. Und dann sitzt er auf einmal ein nahtes Kind, das geht in den Park und plägt sich von den Blumen auf. Und der Mann ran und sagt, nee, hier plägst du nicht eine Blume von auf. Dann sagt die Frau, aber warum? Lothar, dachte, sind hier da. Das Kind will dir die Schmacke Blume. Dann sagt er, du bist die Krakse. Na, warum? Sagt er, wie sind die Gott seine Gude? Soll Gott sich nicht auch noch mal von seinen Schmacke Blume eine Plätze in ein Haus nehmen? Verstehe, wie hier der Bärne? Wie sind denn die Schöpfe Gottes? Hat Gott nicht ein Reich mit uns zu tun, was er will? Ich wünsche, diese Blume zu sein in Gott seine Ehe. Da Gott ein Tag sagt, komm, die hier ist Tüß auf dem Dach. Home, sweet home, würde wir dann sagen. Glücklich Tüß. Und ich hoffe, dass wir durch diese Bilder ein kleines bisschen mehr verstehen können, wer wir sind in Gott seine Ehe. Wir sind so dir, dass ich sage, eine Staud aus Gold. Und eine ganze Perle, die in dir sind. Das wäre ein aller Scheinchen. Aber ich habe eine reichende Stimme dazu. Ich will bloß in dieser Halle Dankeschön sein. In dieser Halle ein Gehorsam für mich leben. Und ich will in dem Helden Jesus geben. Die wollen dort Scheinchen, die Gehorsam sein. Die können für mich zeugen. Die können für mich andere Menschen das Evangelium sein, über die ganze Welt. Es dort nicht ein Geschenk Gottes. Die Rater haben wir uns gar nicht verstanden. Hier sagt Paulus, wenn Gott das nicht so ranlässt, dass die Menschen eine freie Entscheidung haben, dann macht wir doch nicht so stunden, verstehen, dass Gott das nicht bloß auslesen. Sondern Gott hat seine große Geduld, seine Läufe und seine Güte du entwiesen, dass ein Mensch noch mal tagendlich überlebt, ohne diesen Jesus zu bekennen. Der kann nicht. Nein, aber ich habe einmal dann erkannt er diesen Gott und kann in alle Ewigkeit fröhlich nennen. Wer soll wie dann zum sagen, oh, aber wann dem mal Eier hat, dort werden soll wie haben. Aber warum hat Gott ihm so und warum hat Gott ihm so? Wer will diesem Gott, Eva, bloß mal viel, viel dankbarer sein. Gott sagt, ich tue meine Gnade anwiesen, ich tue meine Kraft anwiesen, wenn ein Mensch was im Öllen Eller nicht die Bekehrung erregt hat, und er kann sich dann bekehren, soll er uns bloß in die Anbetung Gottes bringen, nicht mehr. Wir sollen Gott loben und preisen. Das ist der Allmacht in Gott. Du entwiesst uns, dass immer wahre Nacht das Licht nicht und jünd. Ja, ich sehe das, wenn du vor der Jünd nicht warst, du warst China nicht im Reich Gottes kommen kann. Und du denkst, Jesus, das nochmal wiesen, dass Schlitt wahre uns verdienst wird. Viele Menschen haben die Gelegenheit von 5 bis 6 Jahren alt. Das sind dir das Geschenk. Ich bin 32 Jahre, wie es mich betiert. Ich habe noch eine Frage, warum? Gott will seine Allmacht wiesen in mich. Ich habe lange gesagt, und ja, Throne, mir wird leben in Erdjel, aber ich hoffe nicht. Ein Tag, da wird es so klar, aus dem Licht von der Urbane schien. Und ich konnte Jesus sagen, koste mir nur im Buch das Leben schrieb. Und ich war frei. Gott sein Geschenk, nicht mein. Und dort sagt der Nukrag, das soll an diesem Reichtum seiner Herrlichkeit, an den Gefäßen, weil er oben bohr wurde, Leute. Das ist seine Barmherzigkeit. Und dort haben wir auch gelesen, auch im 2. Kapitel. Und hier sind ich und du mit uns geredet. Gott raubt von dir auch die. Wie meine Niete, wie sind die Heiden? Abertrocken sind wir vielleicht so, dass das Spanier fällt, das Dunkle fällt sind Heiden. Wer immer nicht unter dem Jüde ist, wer nicht von den Jüden aufstammt, von dem Volk Israel, ist ein Heid. Und ich komme mir mehr, ich sage, ich und du sind nicht Israeliten, sondern wir sind Heide. Und sagt er, und hier wird Gott an Zuckerrauben bannen. Nicht bloß die Jüde, sondern auch die Heide. Nun kann die ganze Welt geraten werden.
Und dann Vers 25 wieder, wo der Hosea sagt, ich will, dass mein Volk heißen, das nicht mein Volk war. Und meine Geliebte, die nicht die Geliebte war. Und das wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. In dieser Zeit lebe ich und du. Noch einmal, Wort von der Genut Gottes. Dass Gott hat sein Volk auserwählt. Dass wir am Antru. Und dann ging Gott den Plan wieder. Er sagte Paulus, geh unter die Heiden. Wovon dir scheint, dass Gott sich erbarmt hat über mich und über dich. Wo wir vorher nicht nie gelernt hat heute. Du hast Gott seinen in Arm und über uns über dich und sagt, kommt. Der ist ob. Und weißt du was? Mo von der Karte Tiet war noch zu sein. Dieser der wird nicht mehr ob sein für uns. Wenn Jesus auf einmal wird wahrer kommen, und keiner von uns weiß, ob das nicht von dir oder Maria ist, ist dieser der Teil. Und hier sagt er, der je niemals vorher ein Fall nicht mehr genannt wird, nur auf einmal wird je Geliebte genannt. Gottes Kinder. Und ich frage mich selber, ich und du, diese Gelegenheit haben. Wir haben in das Reich, Jesus, du bist mein Bruder. Wir sind Gott seine Kinder auf einmal. Und wie Jesus Gott sie sehen ist, sie ein Bruder und Schwester und Arm. Jesaja aber ruft über Israel aus. Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn er wird das Werk vollenden und das Abkürzen in Gerechtigkeit. Denn der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. Und wie Jesaja es vorgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Sebaot Nachkommenschaft überlassen hatte, so wären wir geworden wie Sodom und gleich geworden wie Gomorra. Hier der Jesaja nochmal über Israel und sagt, wenn du noch das Virus ist, das Sohn um mir. Aber wenn dort nicht wir für Gott sind in Not, wie wir verlascht, das ist Sodom und Gomorra. Du wirst nichts von uns ewig bleiben aus Ost. Nichts. Und hier möchten wir noch einmal unsere Radin in Jesus Christus als ein Geschenk. Und da haben uns die Propheten in dem Alten Testament wahrholend gesagt, nur der Paulus, den er die Bilder brücke, und der hat noch einmal gesagt uns. Und das sagt der Heilige Jesus von dir zu dir. Du brauchst dich keine Sorgen machen, wie viel Sinn du am Hort hast, wovon Leben du gehört hast, wer immer du bist, aus Dunkel oder Witt, sagst du ja zu Jesus Christus. Dann kannst du ein Kind Gottes werden. Ein Bruder zu diesem Jesus. Und eine Schwester. Ich will wieder gehen, verstartig, der treuendartig. Wie sei das, was wollen wir nun sagen, dass die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben kommt. Israel aber hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Weil sie es nicht aus dem Glauben suchten, sondern als komme es aus dem Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Nun, der hat er noch einmal am Ende mit Taubfoto so, wo er Israel ihre Gesetzes Gerechtigkeit beschrieben hat. Was wir nur sagen, der Herr, wenn er überhaupt nicht in der Gerechtigkeit gelebt hat, der hat nicht dort die Schanke gekriegt. Er sagt, nee. So ist er auch nicht gemeint. Dass wir Gottes Leben sollen, bloß und Gott wird sich alle an uns kämmern. Nein. Sondern die Heidenvölker, die haben geglaubt, dass das Gott wirklich entgegen wird. In Israel hat das nicht geglaubt. Sie glaubt, ich muss diese Kleider haben, ich muss diese Kleider haben. Und ich verstehe mich nicht so, dass ich diese Kleider sehe. Die Bibel sagt uns, dass wir uns mit Scham und Zucht antreten. Aber da steht nur nicht, wo Berne, Söhne oder Söhne oder Söhne. Und das wird Israel wir. Wie macht der Apfel? Wie macht der Söhne so viel mal Wasch im Dach? Wie macht der Krieg so, dass Gott wird uns gnädig sein? Und der Heidenvölker, was bedeutet das? Sie bauen ihre Schneue für diesen Gott und sagen, wie glauben wir das? Dass Jesus auch für uns gestorben ist. Und werden in diesem Glauben geraten. Israel sagt,
alle Gesetze. Was siehst du von dir in deinem Leben? Seht ihr eigentlich du das Schritt, wo Jesus anhängt? Im Glauben, dann bist du auf dem rechten Weg. Aber seht ihr wie Tradition, wo wir sagen, wie der wir nicht eine Kur haben, wie der wir vielleicht nicht einen Träger haben, oder wie der wir nicht einen Föhn haben, dann stehen wir im Gesetz, wo die Israeliten sind. Weil wir proben durch unsere Frömmigkeit, für Gott nach einem Game aufzuspielen und sagen, Gott, nun bist du schuldig an so. Wunsch und mein Flehen zu Gott ist, für Israel, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach trachten, ihre eigene Gerechtigkeit auszurichten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit jedem, der da glaubt. Mose schreibt nämlich von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit des Glaubens spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird denn aufsteigen in den Himmel, das ist, um Christus herabzuholen. Oder wer wird denn absteigen in die Tiefe, das ist, um Christus von den Toten herauszuholen. Oder was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, aber in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit deinem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn derselbe ist Herr über alle, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unser Predigt geglaubt? So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Ich sage aber, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen in ihr Schal und bis an die Enden der Welt ihre Worte. Ich sage aber, hat das Israel nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Volk, das nicht ein Volk ist, und über ein verständiges Volk will ich euch, über ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber erkühnt sich und sagt, ich bin gefunden von denen, die mich nicht gesucht haben. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir gefragt haben. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Paulus steht war auf dem Freschen benennen, in den tierenden Kapiteln sagt, sie hört den Wunsch und sie flehte Gott erst für Israel, dass diese gerat wurde. Und ich denke, ich kann solche Tiere sehen auch für uns Berner. Weil wir auch in unsere Gebeten immer waren für Israel anstehen. Weil Gott hat eine ganz dure Versprechung gegeben zu Abraham. Er sieht das nachher Luther zu Jakob, wo der Israel heute dort. Er sieht, wer die Segne wird, dem wo ich segne. Wer die Fläche wird, dem wo ich auch Fläche. Und hier merkt, wie Paulus, er sieht, in wovon der Diesternis sein Volk lebt, der Israel liegt. Aber er sagt, sie flehen, seine Gebete zu Gott, als Gott, denk an dein Volk. Lass dich nicht ankommen. Schenk, dass Jerusalem war der Friede, der Stadt des Friedens. Dort war ein Konsens, was du gesagt hast, was du auserwählt hast. Und ich denke, wenn wir an sich neue beten, Gott,
Und wie ständig wurde beten für Israel, Gott wird uns segnen. Du hast eine dure Verheißung, Berner. Paulus lebt in das. Und nun will ich das Programm drehen, nur meine und deine Freundschaft. Der Angst meiner Niete. Betest du, wenn du auf deine Knie gehst, ist das dein Flehen vor Gott, dass deine Bräute und Sestre, deine Verwandtschaft, deine Mennoniten, wie immer du bist, dass die Tiene diesen Jahres auch Tiene lehren. Er sagt dann, er gibt ihnen ein Zeugnis, dass sie überhand, aber nicht mit der Tiene ist. Hier möchte ich auf einmal Paulus reden von sich selbst. Er sagt, er konnte ein klar bezeugen, so wie er tut. Und ich denke, Apostelgeschichte nähen. Paulus Iwad, hat alle Christen gefangen nehmen. Er nahm sich Breivrüb, bei dem auf Kurt kommen sei, bei dem Rechter. In der Rand hing er an, nahm alles Paus. Er Iwad für Gott. Aber er hat nicht diese Erkenntnis zu Gott. Dann sagt er, so ist Israel. Lebe Töhrscher, wie immer du bist. Sei wie auch auf einmal von dieser Nation. Wir leben unter unseren Traditionen, aber die Bibel redet nicht von. Wir ewigen sogar, wenn wieder wo ein Wort jemanden füllen hat, oder der hat sich was gekauft, was er nicht soll, dann wollen wir am Ausstrecken. Wir wollen am Ausschluss geben, wir ewigen. Wir wollen so rein sein für Gott. Aber in der Bibel ist nichts davon. Unsere Erkenntnis zu Gott ist nichts davon. So wie Paulus. Er dachte, Matze, wie Matze die alle einen Ausschluss geben. Und versteht mich nicht so, dass ich einen Ausschluss sehe. Die Bibel sagt, wer der sündigt, in groben Sünden lebt, dem soll wir von der Gemeinde absondern und nichts mit ihm zu schaffen haben, bis dass er schamrot wird. Ich denke Matthäus 18. Wer in groben Sünden lebt, prüf wie dort, was das Wort Gottes sagt. Die Juden deuten nicht. Sie lebten in ihren Gesetzen, aber ohne Erkenntnis. Und du denkst, schäufe sie Gott ganz weich. Und Paulus ist echte Zeugen, echt wie krank so. Aber das Jesus ist mir bejahend und er hat mich frei gemacht. Er sagt, dreht er falsch, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach trachten, ihre eigene Gerechtigkeit auszurichten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Die haben nicht auf das geacht, was Gott fair hat mit ihnen. Wie wichtig ist mir in dir das Wort Gottes von dir? Wie wichtig ist uns die Bibel, wenn jemand redet zu uns, der Gott sein Wort? Da wie du abachtest, was seht ihr? Was sagt das Wort mir? Was habe ich jetzt gelesen? Wenn nicht, dann leben wir in dort unsere eine Gerechtigkeit ab der Rechte und da wollen wir Geld nicht für Gott. Wir wollen nicht unser Ziel angelangen. Er sagt, denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit jedem, der da glaubt. Wenn wir in Christus sind, dann hat das Gesetz abgehört. Heute ist das Gesetzes Erfüllung. Dort, wo wir nicht können, hat heute komplett gemerkt für uns, unsere Schulter betonen kriegt. Wir können nicht. Er kann nicht gehorsam sein. Er kann nicht Gott seinen Wille erkennen. Er kann nicht frei bleiben, indem ich nicht soll nicht unter früh ticken. Einmal war er übertreten dort. Er kann nicht. Ich elender Mensch, sagt Paulus, wer wird mir erlösen? Kapitel 7, der letzte Vers. Sagt er, Dank, Jesus Christus ist du. Und so ist er auch mit uns. Wenn wir so bekämmert sind, unsere eigenen Traditionen hier rundherum, wo wir dort, wo Gottes verlassen. Und wir wollen nicht in die Ewigkeit ankommen, wo wir denken. Und dann bringt er ein Beispiel von Mose, Vers 5. Sagt, Mose schreibt nämlich von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Da sagt der Mose, wie das Gesetz lebt. Und der Mensch, der das Gesetz nicht leben kann, der wird dadurch dort auch leben. Tut er, wie das Gesetz lebt. Aber alle haben bewiesen, auch Mose selbst hat bewiesen, dass das Gesetz nicht der Hölle ging. Gott sagt, geh du an den Stein und red mit dem Stein, und dann wird er ihn Wutter geben. Mose jenken und schluchte dreimal ab auf dem Stein. Ganz anders, was Gott gesagt hat. Wir sind nicht mehrlich in der Leo, Gott sind die Satz zu erfallen.
Und das hat Mose hier noch mal gesagt, dass der Satz ist Geld. Das haben wir nicht so verstanden, dass der Satz sind wir. Aber das soll uns wiesen, dass wir nicht in der Lehre sind, uns selbst zu helfen. Und dann sagt er, dass du hier geschrieben steht, dass die Gerechtigkeit, wenn du durch Glaube redest, der sagt er, sprich nicht in deinem Herzen, wir werden hinaufsteigen in den Himmel, wir werden hinabsteigen in die Tiefe. Sagt er, uns Glaube ist nicht so, dass wir haben Jesus vom Himmel raufgeholt. Oder ich bin im Grab gegangen und Herr Jesus sagt, steh mal ab. Und Glaube versteht dort, du habe ich nichts zu tun. Und dann, wenn ich in dieser Zeit gelebt habe, wie es passiert, die Menschen können dir nichts zu tun. Ab einmal, wie Jesus tut, in Lukas Kapitel 2 aufsagt, dann euch ist heute der Heiland geboren. Und die Menschen freuen sich, wie er ab diesem Radar gelebt hat. Aber die können dir recht nichts zu tun. Wie es die Menschheit all ihre, wenn man sagt, Tiere eben grob tragen. Und der König, der Leute versiegeln mit seinen Ring. Du wirst China beigehen bei der Grab. Zum Ostern steht Jesus ab. Da haben wir eigentlich recht nichts zu tun. Dort ist Glaube. Nochmal war das ein schönes Bild. Ein Glaube ist bloß Josei zu Jesus Christus. Ich nehme dich an und ich lebe für dich. Dort, was du für mich getan hast. Und ich will dich gehorsam sein. Aber jetzt habe ich nicht. Und dann sagt er, ich habe dich an zum Helden Jesus, damit wir Kraft haben, auch gehorsam zu sein. Ist das nicht ein liebevoller Herr, was wir haben? Wer soll wieder nach dem sei ich bin nicht schuld. Das habe ich nicht getan. All die anderen, die sind immer so dumm, aber ich nicht. Und hier wies Gott, dass Eva und Eva, du hast keiner, auch nicht einer, wer dir gereicht ist für mich. Ein Geschenk von unserem himmlischen Vater. Manchmal auf einmal, Gott ist gar nicht so weit auf. Er sagt hier, dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Dann wenn du mit deinem Munde bekennst, nun möchte ich auf einmal, das Wort ist dir nahe. Bedien Müll, Esther. So dich bin. Bedien einen Müll. Sei mal zu Jesus Christus, ich erkenne, dass ich auch sehe. Ich erkenne, dass ich ein Sünder sehe. Jesus, ich nehme dich an aus meinem Radar. Und weißt du was? In diesem Moment, wo du das im Glauben sagst, passiert in dir diese Radung zu Jesus Christus. Hast du dort erkannt, dass du ein Sünder bist? Weil die Bibel wies uns das Eva und Eva. Das sagt hier, wenn du mit dem Müll bekennst, dass Jesus Herr ist, dann sagst du, Jesus, du bist Herr über mich. Du bist für mich gestorben. Dann sagt er, wenn du von dem Horten glaubst, dass Gott von den Dörden abgeweicht hat, Gott erklärt hat, dass du Jesus geschenkt hast und dass er für mich gestorben ist und abgestorben ist. Dann sagt er, wenn du mit dem Hort glaubst, im Hort, der Gott uns gereicht möchte, nicht ans Fleisch, im Hort, wo wir gereicht vor dir für Gott. Und hier möchte ich von dem 8. Kapitel sehen, Jesus kommt in uns. Die Idee hat einmal Zeugen, dass wir sie nicht hängen sind. Ans Wort wird gereicht vor dir für Gott. Ans Fleisch nicht. Das Wort im Sinn bliebe, was wir hier weichgehen. Aber ans Wort ist gereicht für Gott. Dann sagt er, mit dem Müll bezahlt man zu der Radi. Und dort ist gerade das Gehorsam. Ich will unter der Zeugen gehen. Ich will das mitteilen, dass Gott mein Wort gereicht im Jahrkauf. Der ist Jesus Christus. Und das wird mich zu der Radi sein, sagt er. Da wird mir Kraft schenken, dass ich im Glauben wiederkomme, dass ich fairer wegkommen kann. Und dass andere Menschen die Druck kennen, erfahren. Falsch auf, merkt uns dann nochmal mit, wer an Arm glaubt, der wird nicht zu schauen. Ein paar Mal habe ich das Wort gehört in dem Römerbrief. Dort wer sich ab Jesus Christus verlässt und diesen Gott, der wird nicht zu schauen. Und wenn wir von dir die Welt so anschicken, dann ist das so, als wenn wir Christen kriegen zu schauen können. Wie sind die Jahre, wo du unbeliebt sind? China will mit uns. China gleicht uns, so viel wie manchmal. Aber wie macht denn über Gott seine Gnade an seine Tanne? Gott hat Erbarmen über dich. Die will nicht, dass die verloren gehen.
Du wirst Gott nicht mit Mangfutter und merkst mal alles nicht. Mal utlaschen. Sondern Gott sagt, ey, wacht ab dens. Wurde du danach kommen? Wir hatten ein paar Mal ein Beispiel gehört, wo ein Mann sich Hand gegeben hat, zwei Zinger zu raten. In einem Hospital lügt er noch der Früh, der wird Wednesday kommen. Vielleicht aus Dank am Besitzer. Dann war er zu sich kommt, dann sagt er, wurde er noch kommen? Wurde er noch kommen? Er ist der erste Olle kommen? So der Gott auch zu uns, zu der ganzen Welt. Wenn wir das nicht und nicht sein können, wo bleibt Gott seine Allmacht? Aber die Bibel sagt, ich will ihn zur Buße leiden. Ich sehe ihn gnädig. Und weil wir dafür beten, dass Menschen können diesen Jesus bringen und weil wir Zeugen von diesem Jesus, damit viele nach der Rat worden können. Dann wird er uns noch einmal mitmerken. Vers 12 und 13 sagt, du hast keinen Unterscheid. Aus Mennoniten oder Spanier, aus Afrikaner oder Mexikaner, aus Ayurveda oder Kolja, Griechen oder Juden. Kein Unterscheid. Gott ist derselbe Gott. Und wie sagt er dann auf Spanisch? Dios ama a todos. Gott legt uns alle überein. Und dann hat er nochmal unterstrichen und sagt, jeder einer wird im Namen von dem Herrn anrufen, was gerät wurde. Nun verstehen wir auf einmal den vierten Kapitel, wenn Gott sagt, ich will bloß auserwählen. Wenn man gnädig sein will, wo ich gnädig sein. Wem nicht, der nicht. Dort ist nicht gesagt, dass Gott sich nicht auslässt. Hier sagt er all, wer mich anruft, wer im Namen von dem Herrn anruft, der wird gerät wurde. Dort hat er uns bloß wiesen, uns verdient es dort nicht. Und hier der Wiese, rauf mich an, ich sehe durch für dich. Dann der uns über Abfordern hier, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Glaubst du diesen Jesus? Glaubst du dort, dass der dich freimachen kann? Weil wenn du dort nicht glaubst, dann kannst du am Anrufen so viel, als du wirst. Du wirst nie im Leben frei werden. Er sagt, wir sollen sie anrufen, an dem sie nicht glauben. Dass Jüde vielleicht glauben nicht, dass das der Messias wird. Dann würde ein kommen, der würde ein Freimärker von der Römer. Nun würde sein König auf ihr haben, der würde nochmal sagen, wo das der Land ging. Der würde herrschen und sie würde die Macht haben über die Welt. So dachte sie, fleischlich. Sie können sich nicht unterordnen. Warum würde sie an diesen anrufen, an dem, was sie überhaupt nicht glaubte? Und das würde halt auch für mich und die. Glaubst du, dass das Jesus für die erste starbe. Dann wird der Kreis des Jesus die Freimärke. Dann sagt er, wir sollen sie an dem glauben, wenn sie von Amnestie hier sind. Wer immer du von dir hier bist, wenn du auf den Eng verloren gehst, kann ich dir das sagen, du hast hier hier. Jesus Christus allein, der Freimärke. Apostelgeschichte 4,12. Wenn du hier rüttest, es ist das Gebiet, und du lässt auch nach hier warst, wer immer dort hört, du hast von hier wieder keine Entschuldigung mehr. Du hast das gehört. Jesus Christus, der Freimärke. Aber die Entscheidung ist bei dir. Du sagst dir aber, wer soll sie über hier ohne Prediger? Du sagst, krieg ich dich gefragt. Du sagst, vielleicht Millionen und Millionen Menschen, kriegst du dieser Jung, der hier weiß, dieser Mann wurde blind wieder und kommt weich. Bartimäus, der schrie ich. Du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und hier sagt er, wie soll ich dort schrie ich, wenn keiner verbietet? Und sagt in das Evangelium. Warum sind wir so ungebackt an unsere Steuer tüß? Warum sind wir so faust auf unserem Sofa? Und wir wollen nicht mal Angst hier rütteln, auch mal bloß bei unserem Nober, und haben das Evangelium sei. Gott wird nachher sein. Den Ober können wir. Du bist da niemals gewasst. Du hast ihm das niemals verteilt. Auf uns liegt eine Verantwortung, Bo. Und wie der Vater nicht Angst hat, dass wieder eine Mathe. Gott hat uns dem Helden Jesu gefahren, wie ein Arm Glaube. Der gibt uns die Kraft und der geht auch für uns. Wie heute dort gebet. Eigentlich weiß ich nicht, was wir beten sollen. Aber dann der Helden Jesu, uns gebet, drei Stellen, da habe ich Gott angenehm. Und Lothar hat viel wird sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Amen.
Und Gott wird uns die Gebete annehmen, weil der Heilige Geist für uns ansteht. Und so ist es auch mit dem Evangelium drüber. Sag ich wieder, wir sollen darüber predigen, wenn ein China schickt. Und hier wird das Wort uns abmuntern gehen. Du sollst nicht unbedingt lernen, dass deine Paar oder deine Mann oder irgendwer sagt, go. Sondern hier redet die Bibel von einer persönlichen Evangelisation, sage ich wieder einmal. Ich sehe froh, wenn ich im Glauben an Jesus Christus sehe, meinen Partner dort mitteile. Das meint nicht, dass jemand mir nur rutscht, ich meine, ich müsste nur werden dann. Jeder Christ ist gefragt. Dann sagt er, will Gott dort anschicken, der. Sagt er, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Heute Gott freut sich zu unserer Feind. Zu meinen und zu dienen, wenn du diesen Jesus hast und du das von dem wieder vertalen. Sag, wie schön sind die Menschen ihre Feind. Möcht, wie Gott sich freut für uns. Wir haben ein Verlangen haben, mit uns zu sein. Und wir checken einmal diesen Gott an, da ist ein euer Gott, da ist ein strenger Gott. Gott ist ein Spußjahr. Einmal sage ich da, ich will mir bloß lesen. Nächstes Mal sage ich, wenn du ein bisschen sinnig hast, dann ist alle derig. Das ist ein Spußjahr Gott. Überhaupt nicht. Ich möchte Ihnen sagen, wir haben einen liebenden Gott. In Beten ist dort, der wir uns niemals wünschen, weil wir haben uns noch niemals verschmähten. Dort hast du die Idone, oder dort hast du die Idone. Der hat uns noch nie wird in Genesis schauen, sagen wir. Sondern der hat immer gesagt, komm. Ich will dich sehen und ich will dann auch die Nacht sehen, was für viele andere. Ich will durch die noch mehr sehen. Der wird bloß immer bescheint. Und das Gott möchte auch haben, dass wir sein Wort wieder sei. Dann wird aber sei, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Jesaja sagt das auch, Herr, wer hat unsere Predigt geläuft? Wie macht er dort weiter? Da wurden Menschen jeweils auf dieser Welt, die wurden beim Evangelium vorbeigegangen. Meine Frau ist von dir, was ist du hier nicht von dir mit? Kennst du Jesus Christus in dein Hort? Wenn nicht, dann ist diese Stimme von dir und dir recht. Das ist das Evangelium, was wir hier durchnehmen. Wirst du bei diesem Evangelium vorbeigegangen? Oder wirst du das annehmen? Und dass Jesus auch kann dein Herr sein. Er sagt wieder, der Glaube kommt mit der Predigt. Die Predigt kommt durch das Wort Gottes. Ich übersehe, haben sie das nicht gehört? Doch, sagt er, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schal, und bis an das Ende der Welt ihre Worte. Und ich glaube, die haben von dir verstanden. Doch bloß allein in Gott dieser Radien, erst der Jesus Christus. Die können, glaube ich, nicht sagen, ich habe das dahinter nicht gehört. Israel hat das gehört. Der Schall ist über die ganze Stuhl gegangen. Die Entscheidung liegt bei mir und dir allein. Will ich oder will ich nicht? Er sagt dann in Vers 19 wieder, ich sage aber, hat es Israel nicht erkannt? Sehr spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Volk, das nicht ein Volk ist, und über ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Hat Israel nicht erkannt? Israel hat es gehört. Und ich denke, sie hat in Westen sehr Geld verstanden. Aber sie wäre reich, dort vorbeigehen zu lassen und sagen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Du hast das von dir gehört. Hast du das auch erkannt in deinem Hort? Wer immer du bist, dann merke ich dir, lass das nicht vorbeigehen. Schau dort nicht mehr wahr. Sondern wir haben einen liebenden Gott. Er will uns rein alle. Er wird nicht lesen. Ohne Ansehen der Person. Kein Grieche oder kein Jude, sagt er. Er ist gefunden geworden. Von dem, der ihm nicht gesagt hat. Er ist offenbar geworden. Und dem, der ihm nicht mal gefragt hat. Und hier möchte ich noch einmal das Geschenk Gottes bannen. Aber zu Israel sagt er,
den ganzen Tag hülle meine Hände ausgestreut, nur ein Volk, das der bloß angehorsam wieder lebt. Nie Jakob mir mal ausschlüsse von dir, dass Gott sagt, das soll auch zu dir. Wir wollten nicht, wo lange diese Welt noch steht. Aber wir wollten, dass der ganz ziemlich und der letzte Eng ist. Und krieg diese Wirt, sagt Gott, meine Arme sind ausgestreut nach dir. Ob du im Gehorsam lebst oder ob du ganz gottlos lebst, meine Arme sind da. Noch hast du die Gelegenheit, dich zu entscheiden. Wärst du, dann komm. Wärst du nicht, die Zeit, die wird zu eng gehen und meine Arme sind drei. Und ich will die Möbel machen, lehn die an die Genut Gottes, dann du allein kostet nicht. Du brauchst diese Genut. Und ich möchte mit dir nach dem Schluss ein paar Verse lesen, in Hebräer 3. Hebräer 3, Vers 15. Und das sei das von dir, wenn du seine Stimme hören willst, dann verstockt ihn Hort nicht. Wird dort in der Verbesserung passieren. Von dir, sagt er. Kostet du das hier, oder Gott dir redet? Von dir, sagt er. Der nicht ihn Hort festhülle. Lot ihn Hort up für diesen Gott. 4. Kapitel, Vers 7. Sagt er noch einmal in der zweiten Halb von dem Vers. Von dir, wenn die seine Stimme hier wurde, verstockt ihn Hort nicht. Dann habe ich nicht mehr sage, Gott ist ein doller Gott. Gott ist so streng mit alles. Er ruft. Die Arme sind weit oben und er sagt, hier steht dort dann komm. Und ich will dir auch mitmachen, komm. Und diesem Jesus, in du kannst frei werden. Ich will dir Töpfe in drei Punkte. Israel, die können diesen Jesus hören. Und du hast es von dir auch gehört. Der zweite ist, doch Israel hörst das nicht. Was wirst du von dir mit dem Wort Gottes tun, wenn er zu dir geredet hat? Ich will noch einmal merken, hörst das. Und der dritte Punkt, Gott belebt im Europa, was um ein. Und das ist auch für dich diese Versprechung. Gott ruft, was hier wird wahrkommen. Amen.